Faszinierendes Wasser. In der Physik habt ihr Wasser ja vielleicht schon ein bisschen kennengelernt. Die verschiedenen Aggregatzustände und auch die Anomalie des Wassers, seine ungewöhnlichen Eigenschaften um den Schmelzpunkt bei 0 Grad Celsius. Wasser besteht aus zwei verschiedenen Atomsorten, Wasserstoff und Sauerstoff. Im zweiten Schritt wollen wir uns heute anschauen, wie die drei Atome im Wassermolekül eigentlich zusammengehalten werden. Um das zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf den Aufbau dieser Atome werfen. Hier ein Wasserstoffatom. Es hat wie jedes Atom einen Kern und eine Hülle. Der Atomkern des Wasserstoffs besteht aus einem positiv geladenen Proton. Der starke Zusammenhalt zwischen vielen Molekülen ist dafür verantwortlich, dass Wasser bei Raumtemperatur flüssig ist und nicht etwa gasförmig, wie es für seine geringe Molekülgröße eigentlich normal wäre. Im Eis führen die Wasserstoffbrückenbindungen zur Bildung eines regelmäßigen Gitters mit eingebauten Hohlräumen. Beim Schmelzen bricht das Gitter auf, Wassermoleküle können sich in die Hohlräume einlagern. Dadurch nimmt das Volumen ab. Bei 4 Grad Celsius hat Wasser seine größte Dichte. Schauen wir doch mal, was beim Auflösen von Kochsalz in Wasser passiert. Kochsalz ist eine Ionenverbindung aus positiv geladenen Natriumionen und negativ geladenen Chloridionen. Diese Ionen bilden ein sogenanntes Kristallgitter. In diesem Gitter ist jeweils ein Chloridion von 6 Natriumionen umgeben und umgekehrt jedes Natriumion auch von 6 Chloridionen. Diese entgegengesetzt geladenen Ionen ziehen sich stark an und erhalten dadurch den regelmäßigen Gitterverband aufrecht.